Wenn ihr wissen wollt, was heute ansteht, dann bleibt dabei! Tachchen, Leute. Tachchen. Wir sind heute wieder beim Blockhaus unterwegs und es ist wieder enormst viel zu tun. Genau, letztes Mal ging es ja so ein bisschen um den Innenbereich Blockhaus und heute geht alles um draußen sein. Der Winter steht an. Wir müssen das Blockhaus vorbereiten. Und wie wir das tun, seht ihr in der heutigen Folge. Und ihr seht auch, was ihr noch nicht gesehen habt, was wir Neues haben. Hashtag Sound. Hashtag. Zeigen wir euch erst nachher. Das ist ein ganz schöner Saustall hier. Sieht aus wie Scheiße. Perfekt. Guckt euch mal an, wie viel Laub da drin ist. Dagegen machen wir jetzt erstmal was. Ist das viel, ey. Was ist denn dein Gefühl? Was sagst du? Ich habe noch nie eine Dachrinne gesehen, die so voll ist. Unten ist so 13 Meter Schmock. Schmock. Und oben ist einfach Laub. Jetzt ist die Frage, funktioniert das auch wirklich mit diesen komischen Gitterrohren da? Ich denke mal schon, weil dadurch, dass es dann da oben drauf liegt, purzelt es ja dann durch den Wind hoffentlich runter. Eigentlich schon, ne? Es kann sich ja gar nicht sammeln als Becken sozusagen. Also für die Zuschauer, die es noch nicht wissen, hier sind zwei riesige Eichen auf unserem Grundstück. Einmal da und einmal da. So, jetzt haben wir hier diese Gitter und die legen wir jetzt einfach oben rein. Wir zeigen euch das dann auch gleich. Und dann ist die Hoffnung, dass dadurch kein Laub mehr sich in der Rinne sammelt. Kann man die noch so ein bisschen aufbiegen? Nö. Ja, doch. Ja, doch. Dann müssen wir das tun auf jeden Fall. So ein bisschen halt, ne? Hier müssen jetzt auch noch ein paar Schnittarbeiten durchgeführt werden, damit wir hier wieder ordentlich mit der Karre rauffahren können. Es ist unfassbar, wie schnell so Pflanzen wuchern, ey. Wenn man öfters unterwegs ist, zum Beispiel in Urlaub, den man in so einem schönen Blockhaus-Ferienhaus macht, zum Beispiel, ja, nutzt man ja gerne mal die öffentlichen Netzwerke, die ja zur Verfügung stehen. Und um das sorgenfrei zu tun, nutzen wir dafür ExpressVPN. Aber jetzt ist erstmal die Frage, was ist ein VPN? VPN steht für virtuelles privates Netzwerk. Das heißt also, eure Daten werden verschlüsselt und dementsprechend eure IP-Adresse versteckt. Das nutzen wir persönlich vor allem, um geografisch eingeschränkte Inhalte, wie zum Beispiel Filme oder Serien, die ihr in Deutschland normalerweise nicht schauen könnt, ja, angucken zu können. Das funktioniert für alle Streaming-Anbieter, wie zum Beispiel Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und wie sie alle heißen. Und das ist überhaupt möglich, weil ExpressVPN in über 100 Ländern seine Server hat. Wichtig und richtig ist auch, dass ihr ExpressVPN für fast alle Betriebssysteme nutzen könnt. Microsoft, Android, Apple, völlig egal und auf bis zu 8 Geräten gleichzeitig. Und das Allergeilste ist, könnt ihr mit Freunden und Familie teilen, ist gar kein Problem. Freunde, ExpressVPN hat jetzt schon Millionen von Nutzer und auf Trustpilot wirklich sehr, sehr geile Bewertungen. Und Leute, es ist wirklich einfach zu bedienen, selbst wir beiden Dummbeutel haben es geschafft und sind jetzt da drin. Freunde, wenn ihr jetzt Bock drauf habt, dann ist der Link natürlich wie immer in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Mit dem Link kriegt ihr 48% auf euer Abonnement, 3 Monate gratis oben drauf. Und wem das nicht reicht, wer skeptisch ist, es gibt eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, gar kein Problem. Und 24 Stunden, 7 Tage die Woche Support, also absolut sorgenfrei. Draußen ist jetzt soweit erstmal alles wieder schick, alles schön wegrasiert, alles schön gekürzt, aber es stehen trotzdem noch ein paar Sachen an. Bevor wir jetzt aber weitermachen, zeigen wir euch erstmal unsere neue Sauna. Das ist unsere Fasssauna. Die steht einfach hinten auf dem Grundstück. Richtig, richtig schmuckes Teil hier. Das ist das Ding. Richtig, richtig schöne Fasssauna. Von der Größe her, ich sag mal, wenn man hier auch Leute neben dem Ofen sitzt, kann man eng an eng mit 8 Leuten hier wirklich noch gut drinnen sitzen und schwitzen, sage ich immer. Das ist geil. Hier haben wir einen Elektroofen stehen. Warum haben wir uns für einen Elektroofen entschieden? Einfach, weil es ein bisschen komfortabler ist. Weißt du, den stellst du eine Stunde vorher, dann ist das Ding heiß, du musst dich ewig immer nachheizen, gucken, dass die Temperaturen passen. Deshalb haben wir jetzt in dem Punkt gesagt, für den Komfort, auch für die Zukunft,
ist der Elektroofen auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Das wird alles noch durch einen Elektriker dann angeschlossen, muss auch alles schon im Auftrag. Wir haben hier schon Beleuchtung drin, dies, das. Also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Und man hat hier auch schon den Saunageruch drin. Mhm. Schmeckt. Geil. Der Ausblick, du guckst einfach in den Wald rein. Ja, nicht hier sitzen. Es ist einfach, es ist herrlich. Es ist einfach nur geil. So. Nicht so laut, das schallt. Ja. Dann bringen wir jetzt nochmal die Elemente an, die wir sowieso noch anbringen müssen. Und zwar einmal die Uhr. Und der Bursche darf natürlich auch nicht fehlen. Die fetten Hot Tub Streams kommen natürlich hier raus dann. Da ist das Ding. Viele Zuschauer kennen das schon. Wir wollten es euch nur mal kurz nochmal zeigen. Das wird natürlich mit Feuer beheizt. Bisschen oldschool-mäßig, genau. Ja, ist ein geiles Ding. Hatten wir schon ausprobiert und werdet ihr nochmal in Aktion im Winter jetzt sehen. So, wir sind wieder auf der Terrasse. Wir bauen jetzt Tisch und Stühle auf. Und mit Tisch und Stühle meine ich eigentlich einen Tisch und zwei Bänke. Die haben wir sehr preiswert bekommen hier und erfüllen ihren Zweck, würde ich sagen. Und sieht auch schöner aus als das, was wir vorher hatten. Das stimmt allerdings, ja. Schauen wir mal, ob das funktioniert hier alles hier. So, ganz fest sollen wir noch nicht machen. Perfekt. Die wird schon hier. Das ist ja nicht schön. Ja, das ist es, ja. Von der anderen Seite wäre doch viel besser gewesen mit dem Schraubkopf. Naja, die Anleitung sagt, ich soll es so machen. Oh! Ja. So. Und jetzt schön gerade halten, die Nummer. Was auch immer gerade ist, ne? Und jetzt bohre ich hier safe durch den Tisch, Alter. Das ist, guck mal, die Dinger hier sind ja genauso dick und da kam es auch nicht durch. Dann lasse ich es lieber so. Ibo-Bier-Feen. Ja, theoretisch steht er dann so da, ne? Wann? Ja, wir hatten ja überlegt, ob man so hinstellt. Ah, stimmt. Hat das Knacken gehabt? Ich werde nie wieder die. Ich werde nie wieder den Boden berühren. Ich lebe jetzt mit diesen Stelzen. Ey, wenn. Ich trete nach, wenn du runterfällst und dir was brichst. Gerrit, das wird schon nicht passieren. Trete wirklich nach. Ey, so kann man übelst gut auf Klo gehen, ne? Das ist quasi schon ein Klo. Eieiei. Das ist ja genial. Bin ich der Freak oder ihr? Ihr das, alle! Leute, ich kann das alt nicht mehr. Gerrit, jetzt auf einem Bein, damit es ein bisschen spannender ist. So, dann hören wir mal auf. Ja, wir tudeln jetzt gerade die Bänke hier zusammen. Und dann ist das schick. Ja, fest den Kollego. Hoppala. Hält sich jetzt gegenseitig, ne? Ja, ja, bestimmt. Mach mal erstmal hier so auf. Ja, mach mal nicht. Mach mal auf zärtlich auf. Oh. Ja, mach mal nicht so doll. Boah, oh, ich krieg die. Oh, jetzt oben. Mach die Augen zu. Oh. Reicht, reicht. Oh, zu fest? Ja, mach dann auch erstmal die andere Seite, dass es dann nicht verkanten kann, ne? Ja. So, das passt. Menschenfleisch. Es muss auch noch weiter nach da. Wahrscheinlich sogar. Oh, oh. Hä, wie soll man. Ist doch niemals drin, oder? Wie du versucht hast, es zu halten, aber es nicht ging. Ich hoffe, dadurch, dass es jetzt hier so leicht übersteht, dass es jetzt kein Konflikt mit der Sitzfläche drin. Ich hoffe, dass es das tut. Richtig sinnlos. Ah! Geil. Was ist das denn für eine Hutze? Oh! Gerade. Ja. Leise. Bei dir? Ja, perfekt. Oh, nein! Boah, das ist fest, du. Chuzpe. Ich sag immer noch, fest kommt ab, ne? Ja, ne, ja, fest kommt erstmal richtig fest. Ja, ne, passt ja. Wackelt auch. Ne, jetzt nicht mehr. Ja, ja doch. Jo. Ja. Oh, sitzt sich aber gemütlich. Ja, müssen wir ja sagen, Kameras ja an, ne? Genau, hinter der Kamera sagen wir, was haben wir hier für einen Scheiß gekauft, ey. Lass mal kippeln. Gemeinsam. Oh, ich glaube, das ist ja, trau dich doch mal. Okay. Ja, siehst du. Ja, mach mal weiter, kimmel mal mehr. Trau dich doch mal. Okay. Ja. Hammer, hast du? Hammer, Hammer, Hammer. Da ist er.
Kein Scheiß machen. Ich liebe machen lang. Kacke, ey. Nein. Pierdole. Ich hab letztens Reel gesehen, da war Boba Kova, der hieß eine Malerfirma in Polen. Hat einer gefilmt. Geil. Also war als Zeichen auch so ein Boba-Viech drauf. Also ein Biber-Viech. Boba-Viech. Ein Boba-Viech. Leider Lutsch. Pierdole. Gott, oh Gott. Oh, will ich da überhaupt hin? Ja. Oh, von hier. Eigentlich kannst du da direkt auch mal die ganze Vogelwichse da rum wegmachen. Was für eine Vogel, weil ich spinne. Warum sehe ich hier eigentlich eine goldene Folie? Das ist unser Versteck von der Schatzsuche, wisst ihr noch? Die Schatzsuche? Das ist hier auf dem Blog. Hat immer noch keiner gefunden. Also ihr seid wirklich... Sucht ihr? Habt ihr gar keinen Bock zu suchen? Ich glaube, ihr habt alle keinen Bock auch, ja. Ja, reicht auf jeden Fall locker. Muss jetzt halt... Ja, es reicht wirklich locker, das ist ja schon... Ja, reicht locker. Gut. Aber, ja. Ey, oh, das ist hier so scharf. Eigentlich ist es voll die gute Lichterkarte. Mhm. Viele Funktionen. Was mir fehlt, ist die Bierfunktion. Ach du Scheiße. Kurzer Testaufbau hier. Wir haben die Gardinen schon mal gekürzt. Wir müssen sie dann noch umnähen. Das machen wir nächstes Mal. Wir müssen sie dann noch umnähen. Lassen. Das ist quasi nur ein kleiner Testaufbau, dass ihr das seht. Farblich, ey, lustigerweise haben im letzten Vlogcast-Video welche geschrieben, ja, so eine karierten Dinger würden ganz gut passen. Ja, haben wir organisiert. Und also hatten wir da schon, aber wir mussten erstmal noch ausmessen. Meine Fresse. Weil einige beim letzten Mal geschrieben haben, dass ihnen das Licht hier drinnen zu kalt ist. Das liegt an der Kameraeinstellung. Ja. Weil wir haben das jetzt halt so eingestellt, dass es halt normal belichtet ist, sage ich mal. Das sind alles warme Leuchten hier. Genau. Bitte, regt euch nicht auf. Genau. Und ein Klo haben wir auch. Das ist draußen, das zeigen wir euch auch noch in diesem Video. Das haben wir letztes Mal nicht gezeigt. Wir checken. Die fallen aber gut. Ja, oder? Die fallen richtig gut, Ju, immer. Ja, ist doch nice. So, mach mal erstmal auf diesen. Ja. Wie gesagt, die werden noch nicht umgenäht. Deswegen ein Ticken kürzer werden die noch, damit die halt nicht aufliegen. Mal kurz hier weg hin. Ja, das passt ja richtig gut, hä? Ach, guck mal. Und dann funktioniert das trotzdem auch, wenn es hier nicht rüber geht, ne? Ja, ja. Nice. Fällt auch gut. Schick. Was mir noch aufgefallen ist, wir haben quasi keinen so einen Wichser, ne? Oh. Also sowas müssten wir auch nochmal organisieren. Stimmt, ja. Ja, ja. Okay. So ein Wichser. Ja, nice. Schön. Weil man ja hier immer mit den Knien auf das Holz geht, haben wir jetzt hier noch einen kleinen Teppich, damit das nicht so wehtut. Bisschen cozier ist, ne? Ja, der muss noch gerade irgendwie gemacht werden, aber das passt auf jeden Fall. Vielleicht machen wir noch eine Auflage, dass nicht so glatt ist. Ja, aber auf jeden Fall hier, zack. Ja, das ist besser auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Tschüss Leute, bis morgen. Bis morgen. So, wir bauen jetzt noch zwei Lampen für drinnen auf. Einmal für die Sesselecke und einmal für die Leiterecke, sag ich mal. Das ist noch ein bisschen cozy, ein bisschen Licht irgendwo. Es kann Lichtquellen. Genau, das ist das Ding hier. Wird, glaube ich, ganz gut reinpassen. Das ist eine Stehlampe auf jeden Fall. Ja, die bauen wir erstmal kurz zusammen. So, und schon ist das Ding aufgebaut. Wir machen jetzt noch die Glühbirne hier rein. Oder schrauben wir sie rein? Ja, wir schrauben sie rein. Und Leute, ich habe gerade noch gesehen, da ist eine Family nur dazu. Eigentlich wollten wir nur eine Lampe haben. Jetzt haben wir eine Lampe mit fucking viel Funktion, Alter. Im Endeffekt, wenn wir die nur aus- und anmachen. Aber dim ist immer ganz cool, finde ich. Ja, den Rest brauchen wir jetzt erstmal nicht. Passt. Hey, guck mal, wäre kalt, richtig kalt und warm. Ja, warm ist gut. Ja, okay, ist doch ganz cool, dass ich hier mit rumspielen kann. Das mag ich. Falls ihr euch fragt, warum ich hier wie so ein Hund am Handy bin. Er checkt Reels ab. Bin ich doof, Alter? Schon wieder falsch benannt. Wir haben quasi jetzt hier einen HomePod drinne plus Thermometer, die wir sowohl innen als auch außen hängen, damit wir einfach wissen, wie viel Grad es hier in der Bude einfach sind. Wisst ihr? Weil wir müssen ja auch... Von zu Hause aus. Genau, von zu Hause aus. Weil wir ja wissen müssen, okay, wie verhalten sich die Temperaturen hier auch im Winter, weil wir ja Leitungen drin liegen haben und wir haben hier auch so... Heizlüfter, ne? Heizwechsel. Um halt zu verhindern, dass uns hier die Rohre platzen. Ja. Nice. Ja, ist wirklich gut. Aber wie cool ist, dass wir jetzt endlich da auch Licht haben und jetzt kommt da noch Licht hin. Und ich würde sagen, jetzt bauen wir noch die zweite Lampe auf. Haben wir dafür schon eine Stehlampe? Nee, haben wir gar nicht. Ich habe völlig einen Quatsch erzählt. Die Lampe, die wir jetzt aufbauen, ist für oben auf der Kiste. Das ist so eine Tiffany-Lampen... Imitat. Imitat-Scheiß. Bauen wir jetzt auf. Wir wollten nämlich hier oben noch ein bisschen Beleuchtung haben. Ja. Ja. Das ist es. Ja, das ist doch gut, Mann. Das ist einfach nicht stockduster und das sieht ein bisschen gut aus. Alles schick. Bam! Mal gucken, wie es von unten aussieht. Wenn wir von euch gefragt haben, wo ist denn eure Toilette? Haben wir hier.
Gibt es auch ein extra Video zu, haben wir uns aufgebaut. Ist quasi ein Trockentrennklo. Ist eigentlich alles drin, was man braucht. So sieht es von innen aus. Hier ist ein Disziespender, Toilettenpapier. Sag mal, wie würdest du jetzt aufs Klo gehen? Ja, man macht das hier hoch. Ach krass. Dann böllert man da einen drin. Was ist der nächste Schritt? Was würdest du machen? Na, einen reinsetzen, dann kommt Streu drauf. Aha. Und es ist halt eine Trenntoilette hier vorne. Wir filmen mal nicht rein. Dann quasi die Pisse. Darauf habe ich nämlich angespielt. Und hier ist quasi das Streulein drin. Ja. Ja. Funktioniert gut, riecht nicht, ist optimal. Hier auch Waschbecken. Perfekt. Klingt da manchmal ein bisschen kalt? Klitzekleine Idee. Eine GoPro reinlegen. Ja. Plexiglasplatte drauf und dann. Toll. Ja, das sind Aufnahmen, die wollen die Leute sehen. Stabil gebaut, kannst nicht meckern, ne? Ich find's auch voll geil. Schöne Plattform hier. Ist sogar in sich versteift. Krass. Haben wir nicht gemacht. Das weiß ich auch mal selber loben. Oh, da hinten ist die Sauna. Und hier ist der Hot Tap. Wo ist er? Da hinten, da. Jawohl. In der Wildnis. Jetzt wieder eine Frage an euch. Ihr seht hinter uns unseren Garten. Jetzt ist gefragt, was wünscht ihr euch, soll hier unbedingt in den Garten rein? Schreibt es in die Kommentare. An dieser Stelle nochmal fettes Dankeschön an ExpressVPN für das Sponsoring dieses Videos. Checkt auf jeden Fall nochmal die Links in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar ab. Sichert euch die 48% und 3 Gratis-Monate. Und an der Stelle sage ich nur noch ciao und vielen Dank für eure Unterstützung. Drinnen jetzt wirklich alles fertig, draußen noch ein bisschen Arbeit, aber vom Prinzip her ist es jetzt draußen und drin so, wie wir es wollten. Ja, ich freue mich auf den ersten richtigen Overnighter hier, wo man wirklich alles mal nutzt, macht dies, das. Am besten bei Schnee, das wäre das Allergeilste. Oh, das ist geil. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, sehen wir uns wie immer am nächsten Samstag um 10 Uhr. Also bis dahin, ciao! Wir sind raus! Wir grillen jetzt noch, aber wir zeigen euch das nicht. Machen wir wirklich. Freunde, wir hatten jede Menge Nee, dann will ich mal. Okay. Leute, jetzt. Ja, nee, mach mal. Nein, ich hab wirklich keine Ahnung. Du wirst jetzt auch. Wenn du jetzt nicht reinsprichst. Nee, mach jetzt. Wichtig und richtig ist auch. Na dann lass mal anders. Entschuldigung. Das wird quasi richtig mit Feuer befeuert. Oh, ich bin der Kameramann, ich film so langsam. Oh. Ich hab's drauf. Ein Scheiß hast du. Aber jetzt müssen wir. Wie filmen wir das Loch jetzt? Ja, ist doch scheiße, ja. Clip da. Wie für eine. Das mit der Kaffeemaschine ist ja wirklich genial. So, eigentlich müsste der Wichser jetzt hier irgendwie so hin, aber. Ja, eigentlich muss ich den jetzt hier festmachen, weil sonst rutscht er mal durch. Es hat sich gelohnt, er hat gelacht, mehr wollte ich gar nicht. Ja, ich mach das jetzt auch. Mal jetzt. Könnten richtig feucht sein, manche. Geil. So, wir wollten nämlich hier oben noch ein bisschen indirekte Beleuchtung haben. Wir wollten nämlich hier oben noch ein bisschen Beleuchtung haben. Jo. Tachchen, Leute. Tachchen. Tachchen, Leute. Tachchen. Wir sind heute wieder beleuchtet.